So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal sind wir in Richtung Hateno aufgebrochen und wollen jetzt hier am Stall der Zwillingsberge erstmal eine Rast einlegen. Und ich sehe, da oben ist was. Ah ja, ah ja. Okay. Und sind hier noch in den Brunnen gegangen und mehr haben wir am Stall noch nicht gemacht. Aber wir haben viele, viele Erledigungen beim letzten Mal gemacht. Was ganz, ganz nett war. So. Okay, das ist nicht die beste Waffe dafür. Aber ich habe keine gescheite Waffe dafür. Ja, die macht halt auch gleich einen Abflug. Das ist, was ich meine. Oh, da ist wieder hier... Ja, ja! Ja, ja, die haben ihre Probleme. Und da hinten scheint eine neue Fee zu sein, also wahrscheinlich kann man hier auch wieder mit den Musikanten was machen. Hey, mein reisender Freund, lustig, wie man sich so wieder sieht. Bist du unterwegs, um wieder eine große Fee zu besuchen? Oh. Ja, die ist da hinten, das habe ich schon gesehen. Bin nicht doof. Ja, okay, für die Quest brauche ich die Trommeln. Alles klar. Ja, dafür braucht man den Honig. Ja, das wissen wir schon. Das wissen wir alles schon. Das wissen wir alles schon. Okay. Also, solange ich den Ausdauerhonig nicht habe, geht's damit nicht weiter. Was ist dein Problem? Ja. Piraten ausradieren. Oh. Also Angelstedt muss jetzt aktuell richtig krass kaputt sein. Wenn man sich das immer so anhört. Nee, ich brauche keine Wegbeschreibung. Ich will nur gucken, ob hier Quests sind. Und ob ich wieder irgendein Bild machen soll. Oh. Was soll da für ein Bild rein? Ah. Hyrule schönst Sonnenaufgang. Am Meer südöstlich. Okay, Angelstedt, Sonnenaufgang, Angelstedt. Oh. Gipfel des Lockfriedbergs über das Dorf aus. Okay. Das ist dann irgendwann mal in sehr ferner Zukunft. In sehr, sehr ferner Zukunft. Okay, ja, mehr scheint es hier nicht zu geben. Gut. Aber müsste nicht... Wait, also ich habe den Zeitungstyp jetzt hier noch nicht gesehen. Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass der nicht hier ist. Habe ich den jetzt übersehen oder war das los? Nee, der ist hier nicht, ne? Hier ist kein Zeitungstyp. Hier ist ein Zeitungstyp. Alles klar. So, Kollege, was ist los?
Ey, ach du bist, ich hätte wissen sollen, dass jemand wie du sich im Dunkeln anschleichen will. Da sträuben sie einem ja die Federn. Nicht, weil du... Prinzessin Zelda wurde... Sie wurde entführt. Kollege, hast du jemals von der Jägerbande gehört? Nee, ich hab... Nein, ich hab Yoga auch... Koga noch gar nicht aufs Maul gehauen. Dreimal. Nee. Diese tun nicht Gutes, sondern böses Wesen werden gegen die Prinzessin Zelda entführt. Das wissen wir, weil sie die Redaktion eine Nachricht haben zukommen lassen. Wir haben Zelda, sie befindet sich in der Kluft in einer der großen Zwillingswände. Okay, da muss ich dahin. Nicht, weil sie haben, sondern weil man da halt hin muss. Okay, alles klar. So. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um den Schrein. Wie auch immer ich da schnell hochkomme. Okay, doch, ich weiß, wie ich da schnell hochkomme. Hier war der alte Schrein. Davon ist nichts mehr zu sehen. Was willst du denn von mir spielen? Das ist doch safe eine Krog-Geschichte hier. Ich kann es nicht verknüpfen und dann rausziehen oder so. Ich kann es auch nicht raus. So irgendwie. Geht auch nicht. Oder muss ich den irgendwo reinstopfen? Aber hier ist nichts anderes zum Reinstopfen. Nee. Weil wenn hier ein anderer Baumstamm wäre... Dann wäre das ja was anderes. Aber so merke ich davon halt nichts. Also wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Na gut. Hat mir schon mal so eine Art Rätsel? Ich bin verwirrt. Jetzt mal im Ernst, was soll ich damit tun? Also ich dachte halt, ich kann den irgendwie nutzen und dann so weit ziehen, dass der andere rausploppt. Aber das passiert ja nicht. Dachte ich, vielleicht ist irgendwo ein Loch, wo der reingehört, aber ist ja auch kein Star. Ha. Ich bin überfragt, was ich mit dem Ding anfangen soll. Leider. Kann doch nur ein simples, dummes Krog-Rätsel sein. Das gibt's doch nicht.
Der steckt da drinne und ich muss den da wahrscheinlich rauskriegen. Aber wie? Ich meine, in die Richtung wäre es halt sinnvoll. Aber das geht halt auch nicht. Ne? Also ich habe jetzt alles versucht. Was vergesse ich? Vergesse ich irgendeine Fähigkeit, die ich habe? Ich kann es auch nicht lösen. Ich kann es auch nicht an irgendwas anderes ranmachen. Kann ich synthetisieren und dann löst sich's oder so ein Quatsch? Nee. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Dann muss dieses Krog-Rätsel aktuell ungelöst bleiben. Weird. Sehr weird, aber hey, dann ist das halt so. Ich habe keine Ahnung, was man hier von mir will. Ich habe wirklich keine Ahnung, was man hier von mir will. Aber gut. Es juckt mich auch, ehrlich gesagt, gerade herzlich wenig. So, wir sind am Schrein. Da wollten wir hin. Das da oben sieht schon wieder groß aus. Aber da sind wir ja auch gerade gar nicht. Sondern hier. So, ich trinke gerade einen Schluck, weil ich habe schon wieder so eine trockene Stimme. So. Kam. Och. Lernen wir jetzt parieren, ja? Okay. Na dann. Na dann. Mach ich. Ja, mach ich. Ja, oh, dieser Text ist so nervig. Gut. Ich bin Profi.
Ja, aber kann ich denn den Blitz überhaupt reflektieren? Mein massiver Sonar im Schild zerbricht gleich, wollte mich verarschen. Ja, klappt gut. Was hat es jetzt gebracht, auf das Element zu achten? Also, das war ja mal wieder richtig weird. Okay. Aber kaum arbeitet man mit dem Schild, gehen sie kaputt. Unfassbar. Ja, das sind alles schlechte Schilde, braucht kein Mensch. Okay. Gut. Wenn der eine kaputt geht, nehmen wir den nächsten mit. Kein Problem. So. Okay. Dann begeben wir uns jetzt richtig Richtung Hateno. Wie ich es wollte. Oder sollen wir? Okay, wir sind so nah. Wir sind so nah an diesen Zwillingsdingern. Ganz ehrlich, dann machen wir halt gerade mal das Siegerversteck. Dann gehen wir denen jetzt halt noch auf die Nerven und dann machen wir das Siegerversteck. Ist in Ordnung. Wo könnten die sich denn verstecken? Ich meine, ich hätte zwar erwartet, dass da vielleicht irgendwelche Fahnen sind, wo die sind. Aber... sind nur Bocklins. Na gut, aber die kann man auch erledigen. Mein Schwert hat sich verabschiedet. Schwierig. Tschüss. Man kriegt dann auch mit dem Schild eins oben drauf als Kröne deinen Abschluss. Sehr schön. Schubsbumerang. Alles klar. Was haben die da rangepackt? Irgendwas haben sie rangepackt. Man weiß es nicht. Ja, Pfeile sind wichtig, haben wir länger nicht mehr neue bekommen. Sehr gut. Okay. Aber wo sind die Jäger? Wo hat er gesagt, sollen die sein? Zwillingswände, ja, also in der Kluft der, okay, in der Kluft in einer der Zwillingswände. Das ist dann schon richtig hier. Das ist dann schon richtig hier. Das ist die Kluft und hier in einer der Zwillingswände. Aber wo genau, ist jetzt eine andere Frage. Ah.
Hab mir schon gedacht, dass ich die nicht so einfach finden werde. Ärgerlich. Und noch ein Krog-Typ. Wo willst du hin? Nee, das ist... Ach so, doch. Einfach nur darüber. Okay. Einfach nur darüber will er. Da müssen wir halt was bauen. Okay, aber eine Brücke hier bauen wird gar nicht so einfach. Wie viele haben wir hier? Das ist der letzte große Lange. Das ist die goldene Frage. Ich glaube, das könnte schon gehen. Easy. So. Wunderbar. Das war doch eine schöne kurze Quest. So, es bleibt die Frage, wo sich die Jäger verstecken. Hier sind nochmal ordentlich viele Felsen, das ist sehr gut. Eisenbrocken vor allem, die dürften ordentlich reinknallen. Und dann haben wir mal wieder richtig viele Waffen für so Kisten und so Kram. Wenn es hier nicht so neblig wäre. Wo sind die Jäger? Vielleicht sind sie auch weiter oben. Vielleicht müssen wir mal hochklettern. Okay, aber dann bin ich vom Schrein aus schneller oben. Dann bin ich vom Schrein aus schneller oben. Das ist mal klar.
Wow, ist das so steil hier noch? Okay. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Hier sieht's besser aus. Das sieht doch ganz gut aus. Mal gucken, ob wir von oben mehr sehen. Und irgendwelche Jigas ausmachen können. Wirklich nicht? Ach Mann. Na gut, wir klettern weiter. Du fängst jetzt nicht an zu regnen. Okay. Das war ein kurzer Regen. Komm schon, 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 komm schon. Nein! Nein! Okay, mit ein bisschen Glück. Hier stehen, hier stehen. Yes. Okay. So. Es kann doch jetzt nicht mehr das Problem sein, hier noch irgendwie ein bisschen hochzukommen. So weit geht's. Soweit geht's. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht hoch. Ich habe keine Chance, wenn es regnet. Da drüben leichter ist? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe keine Chance, solange es regnet. Toll. Ganz fantastisch. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann mir hier nicht mal ein Lagerfeuer machen. Es würde ja ausgehen. Scheiße. Nein, 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 nein. Du warst gerade da oben. Du... Großartig.
Okay, dann laufen wir hier an der Seite mal vor. Kann ja gerade nichts anderes machen. Vielleicht sehen wir von hier ja irgendwo irgendwas. Schöne Scheiße. Kann ich auch jetzt von hinten irgendwie ein bisschen flacher hochklettern. Wir werden sehen. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Verstecktechnisch habe ich jetzt nichts gesehen. Ja, das sieht auch nicht viel angenehmer aus hier. Okay, aber es wird wieder besser. Yo, okay. Ich gehe jetzt gar kein Risiko ein. Den nehmen wir jetzt nach oben als Aufzug. So, weil dann haben wir das nämlich schon. Gelöst das Problem. Okay, da ist ein Feuer. Aber das sind auch wieder nur Bockblitz, ne? Keine Jäger. Ich habe euch. Da ist einfach die Fake-Prinzessin Zelda, alles klar. Okay, gut, wir haben es gefunden. Sehr schön. Der Punkt ist aber, wir könnten die hier noch gerade mitnehmen, ne? Weil von hier aus komme ich auch da noch runter. Ja, sehr gut. Okay, dann nehmen wir die gerade noch mit. Mein Gott. Ich treffe aber auch nicht. Ach, scheiß drauf. Okay. Interessante Waffe. So, was kann der jetzt? Okay, der schubst halt richtig weit. Also der macht seinem Namen tatsächlich alle Ehre. Crazy. Nein, das Herz! Nein, das Herz rollt runter. Nein! Bleib hier, Herz. Hm.
Wo ist das Herz hin? Ach komm, das kann jetzt nicht weg sein. Das ist so frech. Oh. Alles fürs Bockblindherz. Okay. Ja, jetzt wieder hoch. Was muss ich denn mit euch machen? Also ihr habt ja hier schon alles, was ihr braucht. Wie kann ich euch denn jetzt... Also, weil wenn es ein Dach wäre, so dann würde ich ja, dann wüsste ich ja Bescheid, dann müsste ich es halt voll bauen, aber. Was muss ich denn mit denen machen? Was muss ich denn mit denen machen? Da oben ist so eine Pusteblume. Ach so. Das war der, der soll nur symbolisieren, dass hier ein Krog ist. Okay. Tschüss. Gut. So, okay, jetzt muss ich wieder hoch, blöderweise. Bin ich wegen dem Herz hier runtergerollt. Jetzt muss ich wieder hoch. Aber der Weg schien jetzt nicht so steil zu sein, also das sollte man auch hochlaufen können. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. So, dann gebe ich euch jetzt noch den Rest. Und dann geht's noch rüber zu den Giga. Okay. Richtig schlecht, ey. Richtig schlecht. Da fällt niemand drauf rein, aber hey. Wir müssen halt so tun, als würden wir drauf reinfallen. Ist okay. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Oh. Link, du hast mich gefunden. Ich bin es, Zelda. Du kennst mich doch noch, oder? Ich wusste, dass du kommen und mich retten würdest. Bitte hilf mir, diesem Käfig zu entfliehen. Ich meine, kann ich den einfach hochheben? Ja, moin. Oh. Du musst es wirklich sein, Link, wenn es dir gelingt, einen derart massiven Käfig zu bewegen. Ich dachte doch, dass mir was ins Netz geht, wenn ich Zelda als Köder verwende. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein dicker Brocken sein würde. Keine Sorge, sobald wir Zelda finden, schicken wir sie unverzüglich zu dir.
Okay, wie viel sind's? Oh, ist er gerade kaputt gegangen? Oh. Tschüss, Laserkeule. War nett mit dir. Ach komm. Ah Mann, die sind immer so schnell. Mit so einer langsamen Waffe ist das nicht so optimal. Ah. Gut. Easy. Dann haben wir eine weitere Zeitungsmission erledigt. Hi. Oh. Ich hatte so das Gefühl, dass diese Zwillingswände irgendetwas mit den Zwillingsbären zu tun haben könnten. Also bin ich hergeflogen, um da einmal nachzuforschen. Mm. Leider war ich nicht sehr erfolgreich. Also wie läuft's bei dir? So, hast du schon was herausgefunden? Ja, moin. Gerade jetzt, wo alles vorbei ist, kommst du. Ja, natürlich. Drei Gerüchten auf den Grund gegangen. Yay. Oh. Yay. Zappau. Tschüss. Kann ich die Jäger noch looten oder ist jetzt alles weg? Es ist alles weg. Ah, oh, nee, doch nicht. Ah, nee, das sind einfach nur meine verschossen. Ja, doch. Das, okay, die Kurzschwerter. Danke, Sidon. Nett von dir. Ja, das Ding ist eh gleich kaputt. Hä, ich hab den doch weggeworfen. So. Noch ein Kurzschwert. Ja, komm, passt schon. Okay, na dann, ja, machen wir noch den Krog, den wir tragen wollten beim letzten Mal, dass wir den nicht vergessen. Oh, hi. Hier erstmal, oh Bruder. Okay, der hält nicht viel aus, das ist gut. Nice, das war's. Easy. Sehr schön. Blauer Hinoxhorn. Nice. Röstkarpfen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ritterschwert, Röstkrabbe. Das haben wir alles noch nie fotografiert. Okay. Ja, let's go.
Okay, denke, die sind auf jeden Fall beide besser. So. Auch noch ein Hinox erledigt. Da drüben ist dann der Hateno-Turm. Da ist schon der neue nächste Schrein. Markieren wir den mal gerade. Weil das sollte. Oh, nee, das ist die falsche Richtung. Da wollen wir überhaupt nicht hin. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich bin ja völlig falsch unterwegs. Huch. Ich bin ja völlig falsch gelaufen. Hoppala. Ich bin ja völlig falsch gelaufen. Eigentlich können wir uns auch zurückporten, ne? Ich glaube nur, dass wir jetzt auf dem Weg noch irgendwas Spannendes sehen. Ja, da unten ist die Fee. Ja, jetzt sind wir aber eh gleich da, also. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr porten. Da wäre der Schrein. Okay. Ja, ich bin leider kein Stück schlauer geworden, wie ich den Kollegen da unten rauskriege, diesen Fropf. Was ich damit anfangen soll, ich weiß es nicht. Also ich war selten so ratlos wie mit diesem Rätsel. Aber wir hatten auch sowas. Also wir hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir sowas Vergleichbares schon mal hatten. Ich kann die auch nicht lösen. Ich kann nichts machen. Das ist, glaube ich, das einzige Krog-Rätsel, was ich aktuell nicht gelöst bekomme. Keine Ahnung. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber das wäre ja purer Zufall. Wäre, dass man hier so Felsen finden muss, die runterstürzen. Den dann da dran verknüpfen. Das ergibt alles keinen Sinn. Da ist gerade einer runtergefallen. Aber das ergibt alles gar keinen Sinn. Aber man kann ihn auch zum Beispiel nicht komischerweise auf den Kopf drehen. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil es sollte eigentlich ganz einfach sein, ihn auf den Kopf zu drehen. Aber es geht einfach nicht. Du kannst ihn nicht nach vorne drehen. Es geht nicht. Das lässt er nicht zu. Keine Ahnung. Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Bringen wir lieber noch den Krog weg.
Warte. Ich dachte, der geht vielleicht unter. Aber nö, der schwimmt einfach hierher. Das war eine Idee. Scheinbar eine komische. Aber hier sind richtig viele Fische. Das ist voll gut. Nee, da kann man nicht rein. Okay. Gut, wie gesagt, ich wollte mich noch mit Kopf machen. Der war hier drüben irgendwo. Da. Und der will übers Feld gebracht werden. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Muss ich dich nochmal anquatschen? Ich weiß es doch schon. Das ist doch keine neue Information für mich. Guck mal, die haben die ganzen kaputten Wächter haben die alle weggeräumt. Da war jemand richtig fleißig. Da war jemand richtig fleißig. Ja, ist alles weg. Was bewachen die denn da? Aber kann es sein, dass seit wir Koga besiegt haben, dass jetzt einfach standardmäßig die Viecher hier auftauchen können? Das war doch vorher nicht so. Oder es ist Zufall, ich weiß es nicht. So, bitteschön. Okay, das ist doch safe, so eine Höhle, wo man mit so einer Armee ausdingsen muss. Das ist doch safe, so eine Höhle. Okay, aber hier gucken wir uns beim nächsten Mal um. Danke fürs Zuschauen und tschüss.